Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 272. Ja, und kommen wir in der letzten. Hallo. Manchmal frage ich mich, ob ich das Richtige mit meinem Leben mache. Ja, machst du. Triple Shot Espresso. Ich würde eigentlich gerne die Folge, sofern irgendwie da ein Schleim gestartet ist oder so, würde ich eigentlich unheimlich gerne mal ein bisschen auf Walnusssuche gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kann doch nicht sein. Wir brauchen noch jenste, dass es da irgendwie weitergeht. Das ist doch nicht seltsam. Wow, ist das laut. Das hat mir fast halb das Hirn weggedämmert. So, wir haben tatsächlich keine Kohle mehr. Auch nicht, da sowieso nicht. Und rundum auch nicht. Da vielleicht noch. Nein. Mal ein bisschen rumballern mit dem Ding sollten wir noch. Wir haben noch das Briefchen rum. Habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit etwas bauen oder so. George. Danke, George, für das. Die sind auch da hin. Und ich glaube, es hat gestern schon gestört. Nicht? Jetzt müssen wir da mal unbedingt ein bisschen die Batterien wegnehmen. Nicht, dass der Blitz dann da überall einschlägt. So, so. wo haben wir die? Da hin. Da hin, 52 schon, wow. Und schon hat es wieder eingeschlagen da oben. Dann gehen wir doch ganz schnell da rein. Sagen da noch einen guten Morgen miteinander. Dann aber zuerst schnell das Zeug da verteilen. So, so. So, so. Und so, so, so. Und so. Und dann bringen wir das da rein. So, und jetzt. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, ihr seid die Besten! Ihr seid so knuffig! Und so schnuffig! Und so puffig! Da rein. Okay, die Schweine haben heute definitiv nicht ihre Standardaufstellung drauf. So. Dann da über. Hier noch abholen. Zick. Guten Morgen. Miteinander. Da. Sechs von denen. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Es regnet, ich weiss, das hat mir gar nicht gern. Das ist nicht so euer. Ich weiß. Guten Morgen auch ihr. Ein riesen Dinosaurier-Ei wieder. Schön. So. So. Und so, so, so. Und so. Und Dinosaurier-Mayo. Und noch Schatten-Eier. So. Ja, genau. Dann machen wir mal so. Tschuh. So völlig überraschend ist das gekommen, nicht wahr? So, dann kaufen wir das. Reis verkaufen wir auch. Das, das. Hier, das, das. Das, das. So. Dann gehen wir noch schauen. Respektiv. Wir machen jetzt. Wir gehen da rein. Und das ist Eike. Tun wir doch das da rein. Da tun wir zu. Da rein haben wir nichts. 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 Dann, was ich mich eigentlich schon lange gefragt habe, ist, warum nehmen wir die zwei nicht mit und tun sie da rein.
irgendwie so. Gott so da. Jetzt wieder etwas gegeben. Und dann kann man hier noch auch. Zack, da rein. Fertig. Ein Erdbeere hat es auch noch gegeben. Das verkaufen wir. So, ich habe noch ein bisschen, nicht so den richtigen Ablauf irgendwie. Normalerweise mache ich das ein bisschen anders. Die Furt so. Dann ist da unten nämlich noch etwas gewesen, so. Das ist so. Und es ist ein bisschen schade, dass die da auch nicht abgeliefert. Schauen. Doch schon recht gegeben. Auf der anderen Seite dementsprechend ja wahrscheinlich auch. Schön. Schön, ich bin gespannt, was das gibt. Wenn wir dann durch sind. Ich muss das viel mehr nutzen. 41 haben wir von denen. noch etwas für den. Den Leo mitnehmen. Da ist noch ein paar Maisis gegeben. Den brauchen wir auch noch. Hey, was ist mit meiner Stimme los? Und dann gehen wir auf die Insel. Ich will echt noch ein paar mehr Walnüsse. Oh, irgendwie. Oh, und den Prismaschleim müssten wir ja auch noch. Den müssten wir uns ja auch noch holen. Fällt mir gerade auf. Irgendwie habe ich da einen Krott im Hals. Dekorativer Fächer. 45 Gold. Oh, der wäre noch etwas wert gewesen. So. Wisst ihr was? Wir könnten noch. Wir könnten uns noch einen würzigen Aal gönnen. Da sind wir ein bisschen schneller. Und können uns dann da auch ein bisschen schneller vertun. Ich glaube, das hat er gern, oder? Bist du sicher? Das ist so schön. Wenn die Sonne wütend ist, fühlt er sich gut im Dunkeln. Sonne kann uns unter den Blättern nicht finden. Wir tricksen ihn aus. Hm. Da ist nichts. Wie viel brauchen wir denn da? 20, wir haben 11. Das heisst, es muss ja. Das muss ja. Überall noch ein Junge haben. Badum, 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 badum. Plop, plop, plop. Plop, plop, plop. Um Brust können wir nicht mehr überleiden. Sonnenblumen. So, die pflanzen wir gerade wieder an. Zwei eine, so. So, respektive ein so ein Saatguthersteller. Hätten wir eigentlich getrost auch können da überall mitnehmen, merke ich jetzt gerade. Weil da hätten wir nämlich immer können Ananas herstellen. So. Mal ein bisschen schauen, was noch. Den einzelnen. So, da. Das ist doch sicher noch irgendwo. Und bis jetzt verpasst haben. Da haben wir eben schon mal alles ein bisschen aufgeräumt. Kritischer Treffer gewesen, glaube ich.
So, da hinten können wir nicht. Da haben wir schon. Vielleicht da hinten noch irgendwie. Können wir nicht umhauen. Aber den können wir umhauen. So. Da vielleicht noch. Okay. Da ist noch irgendetwas, okay. Dass wir das noch nicht sehen. Ah, das ist so Ding, Simon Says, oder wie heißt's? Yeah. Wow, okay, das ist schnell gewesen. Nein, 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 Mist. Ah, da ist mir zu schnell gegangen. Mist. Dass wir die Höhle noch nicht gesehen haben vorher. Jetzt verkacken wieder. Okay, der ist einfach gewesen. Oh yeah! Auch wieder drei. Können wir nochmal? Und nochmal? Nicht. Okay. Okay, das mit dem, ja, habe ich bis jetzt total verpasst. Nochmal schnell das Tönen wieder abgeben. Ist aber auch gut versteckt, da haben wir nochmal so etwas. Da oben vielleicht. Kann man nicht durch. Und wieso da irgendwo? Haben wir glaube ich schon. Wie sieht es da aus? Da hat es auch noch eine, ja. Gut, das... okay. Da. Oh, das ist noch gut, wenn wir Licht haben. Den haben wir wohl schon gehabt. Da noch. Lehm. Haben wir da noch irgendwie? Da noch. Den haben wir auch schon gehabt. Vielleicht irgendwie. Nein. Zwei sind im Norden vergraben, haben sie doch noch gesagt. Ein Vulkan. Das sieht immer noch mega lustig aus. Im Norden vergraben. Da, die haben wir glaube ich schon gehabt, oder? Lehm, der dort oben haben wir schon gehabt. Da kann man gar nicht. Ich sehe nicht, wo ich bin. Lehm. So, aber da sind wir ja auch schon gewesen.
Was ist denn das da unten eigentlich? Sind wir da schon gewesen? Doch, nirgends durch. Sind wir da unten schon drin gewesen? Wie kommt man dort runter? Da ist irgendwie nix. Da. Aber wie kommt man dort runter? Zwei nacheinander. Okay. Die nehmen wir natürlich gern mit. Das paar Omnigeode abgreifen. Aber wie kommen wir da oben? Mit oben rein. Ich glaube nicht, dass wir da oben schon mal gewesen sind, oder? Mann. Wir brauchen immer noch welche. Die haben wir schon gehabt. Da kommt man aber auch irgendwie runter, oder? Genau, aber die haben wir auch schon geholt. Das ist ja so offensichtlich, den haben wir sicher schon geholt. Ah. Ich bin gerade echt unschlüssig. Das Tiger-Schleimei kann in einem Schleiminkubator ausgebrütet werden. Mit äußerster Vorsicht verwenden. Okay. Machen wir natürlich. Hat es noch etwas gehabt? Teleporter bauen. Boah, das wäre natürlich auch cool. Aber dann hat sie noch jenes Human an. Unsere Dame wird sich auch fragen, so, wo ist unser Mann? Er ist auf der Insel. Ja, 40.000 Gold, immerhin. Natürlich mit dem Trüffelöl, das da reingekriegt haben. Aber heute haben wir nicht allzu viel gemacht. Wir haben noch ein paar Walnüsse holen, aber irgendwie sind wir das noch nicht genug. 24. Tag im Sommer. Ja, 3. Ein weiblicher Schleim ist geschlüpft. Schön. Cool. Sehr gut. Ja gut, aber das wäre es gewesen von dieser Folge. Ein bisschen Walnuss-Hunting. Wo hat es denn noch welche? Nur, da sind noch zwei vergraben, aber wo? Ich meine, ich habe ja wirklich mega viel umgraben, eine Art. Ja, no, wir werden es herausfinden. Hey, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß. Und ciao.